Einen wunderschönen Wunsch, euch ein herzliches Willkommen. Bin ich heute so leise? Nö, geht. Schlägt ordentlich aus. Irgendwas haut ihr nämlich mit meinem Mikro nicht hin. Okay, warte mal. Ah, ich muss das Fenster ja noch wegmachen. Stört mich. Gut, jetzt. So, guten Tag. Hallo. Auf alle. Ja, geht auf alle. Ist doch schon was Gutes. Diesmal gibt's keine bösen Überraschungen. Von wem ist das die Lobby? Meine, Lisa. Also musst du Knochen aufheben. Und wenn irgendwas ist, das auslösen. Ja. Okay. Das ist dein. Das ist doch egal, ist, eigentlich, wer das macht. Der Lobby-Ersteller muss die Knochen aufheben oder so, damit er das bei sich in der Vitrine hat. Wenn das ein anderer macht, werden die Knochen nicht mitgenommen. So ist das gemeint. Oh. Dann muss ich mich zurückhalten, weil ich bin die Person, die immer die Knochen einsammelt. Das könnte ich mitnehmen. So, warte ich. Komm mal. So, auf das Ding. Haben wir es wieder verschlafen, geht die Sonne schon wieder auf. Schlimm. Ist hier jemand? Bist du hier? Nochmal Lichter machen? Lisa, ich hab einen Knochen. Der ist nicht zu übersehen. Und die Voodoo-Puppe. Irgendwo ging die Tür. Wo war Knochen? Hier im Waschhaus. Da! Ach da! Ah! Rippen. Bist du hier? Ist hier jemand? Deine Box reagiert's nicht. Nö. Hat doch keine Lust. 0,8. Das Licht an. Hm. Ja, habe ich 0,8. 1,8. Na, vielleicht sehe ich schon was. Ja, hier ist ein Orb. Ins die Jungenschlafzimmer. Wir haben den Raum gefunden. Raum ist hier unten. Habt ihr den Knochen schon fotografiert? Nein, keiner hat in was mit dafür. Ich habe ein Fotoapparat dabei, warte. So, was hab ich denn noch? EMF. Okay. Also auf die Box reagiert erstmal nicht. Wie gesagt, ein Orb hab ich gesehen. Da kann man das gleich mal eindrucken. Aber die Geräusche hatte Lisa noch nicht aufgenommen. Nehme ich mal einen Dutz mit. Jo. Das war Rampazamba. Was? Hallo? Stress mich nicht.
So. Guck mal, das jetzt haben wir jetzt. Hinweg. Aus, kostet Strom. So. Den Rest, ja. Ja, leg mal noch das zweite Buch aus. Ja, auch. Nochmal gucken wegen der Batschis. Irgendjemand quatscht schon wieder und ich höre es nicht. Irgendjemand redet schon wieder und ich höre es nicht. Ich habe geredet. Was hast du gesagt? Wir haben dass wir jetzt auch noch Dots haben. Ach, wir haben auch noch Dots. Naja. Ist das doch in Ordnung? Das ist möglich. Oh! Und EMF5! Haben wir doch eigentlich alles auf, oder? Gute Puppe, aber hast du die schon? Wo ist sie denn? In der Garage. In der Garage. In der Mülltonne. So, wir haben auch noch EMF5. Das habe ich gerade so gehört. Ach so, gut. Ja. Lisa will jetzt die Voodoo-Puppe noch machen. Ah. Sind alle raus? Ja. Muss ich hier drinnen im Haus sein oder kann ich das draußen verwenden? Eigentlich drinne. Und es sind so halb. Leuchte dich an. Du schaffst das. Noch nicht. Eine Nadel ist schon drinne. Reicht schon. Reicht schon, Softfunk? Reicht schon. Du brauchst sie bloß immer aktivieren. Gut. Kannst wieder aufstehen. Jetzt beim Video-Produkt soll das jetzt auch sein, dass du nicht mehr auf Wiedersehen sorgen musst, angeblich. Ja. So. Warte mal, was haben wir denn eigentlich? Jetzt hast du die Voodoo-Puppe. Dass du die bei dir unter Vitrine hast. Nee, ich meine jetzt, was macht das mit dem Geist? Das ist wie das Spiel, wie die Karten. Das ist Zufall. Okay. Das kann sofort eine Jagd auslösen. Zumindest hat man kurz mal 10 Ausflug. Okay, haben wir alles? Außer New York? Achso. Ein Dragon. So, ja. Und Gott. Ein Reitju. Ja. Hast du eingetragen, Lucy? Ja, hey, hab ich. Hängt da meine Hand? Ja, das finde ich lustig. Welcome back. I've prepared to talk to you. Next.
hab nur eine Puppe.